Also ich will das nicht zerreden, weil das Evangelium, das wir gehört haben, spricht für sich. Und nur ein Hinweis, die Freude, mit der wir raufgegangen sind, das ist eigentlich der rote Faden durch die heilige Woche. Lasst euch von diesen schrecklichen Texten zum Teil nicht runterdrücken, weil das, was damals geschehen ist mit Jesus, ist mit seiner Zustimmung geschehen als Sohn Gottes, und das ist der Grund für unsere Freude im Glauben. Also vergisst es bitte nicht. Und ich möchte zu dem Evangelium kein Wort noch dazu sagen, weil das reicht. Nur ein Hinweis, wie man die heilige Woche verbringen kann. Oder ein paar Hinweise. Also es gibt so eine große Feier in der heiligen Woche, die beginnt am Gründonnerstag mit der Messe vom letzten Abendmahl. Wenn der Priester sich auskennt, wird er mit einem Segen diese Messe nicht abschließen, weil das gehört nicht dazu. Am Anfang der Abendmesse vom letzten Abendmahl ist das Kreuzzeichen, und das nächste Kreuzzeichen, das wir tun werden, ist am Ende der Auferstehungsfeier. Also, die Messe vom letzten Abendmahl endet ohne Kreuzzeichen, die Feier geht weiter. Wenn du willst, kannst du dann auch beim Gefängnis Jesu mit ihm wachen. In manchen Pfarren gibt es eine Nachtanbetung. Und dann geht es weiter durch den Karfreitag, der ein bisschen seltsam ist. In der Kirche ist nicht so viel los eigentlich, außer in meiner Heimat. Da gibt es komische Sachen, aber das ist nicht so wichtig. Wir sind ja in Österreich, das ist auch gut so. Und wenn ihr irgendwo das Glück habt, dass am Karfreitag die Feier vom Leiden und Sterben Jesu um 15 Uhr gefeiert wird, geht dorthin. Und wenn ihr die Wahl habt, am Karfreitag Kreuzweg oder diese Feier, Kreuzweg ist unwichtig. Echt. Weil diese Feier vom Leiden und Sterben Jesu, das ist die Feier an diesem Tag. Und die beginnt auch ohne Kreuzzeichen und endet auch ohne Kreuzzeichen. Ist eine ganz normale Wortgottesfeier, und damit wir gestärkt werden, gibt es die Kommunion noch obendrauf. Das ist eine wichtige Tradition, hat auch etwas mit dem zu tun, wie Gott die Israeliten ausgerüstet hat. Und dann geht es weiter, und am Karsamstag sollte auch nichts in der Kirche los sein. Und wenn ihr in die Kirche reinkommt, wenn sich der Sakristan oder wer die Kirche betreut auskennt, dann ist in der Kirche nichts. Die Altäre sind abgedeckt. Der Tabernakel ist leer. Es gibt keine Kerzen auf dem Altar. Höchstens steht noch das Kreuz in der Mitte vom Karfreitag, müsste aber nicht, weil es gibt nichts an diesem Tag. Bis am Abend, wo die Feier beginnt, wo die Feier der Auferstehung beginnt. Und wieder ein Tipp, wenn ihr die Möglichkeit habt, zu einer Feier zu gehen, die nach dem Sonnenuntergang geht, macht das. Weil das sind so wichtige Dinge, dass wir das so feiern, wie es eigentlich gemeint ist. Dass nach dem Sonnenuntergang beginnt der achte Tag, an dem Jesus auferstanden ist. Und deswegen beginnt es mit dem Feuer, und das ist eine der schönsten Feiern, wenn man in die Kirche dann mit einzieht. Also bleibt nicht in der Kirche sitzen, sondern geht raus und zieht dann mit dem Priester und wer da noch dazu gehört, in die Kirche ein, mit dem Licht, das sich dann in dieser Kirche ausbreitet, verteilt und die Kirche erhält. Ein Zeichen dafür, dass Christus das wahre Licht dieser Welt ist. Und dann gibt es die Feiern, also das große Exultet, dann wird Weihwasser gesegnet, je nachdem, ob Taufe ist oder nicht, länger oder kürzer. Dann gibt es leider Gottes in den meisten Kirchen ganz wenige Lesungen. Wenn ich die Feier halte, gibt es alle 8 Lesungen in voller Länge. Also die Wortgottesfeier dauert dann fast eine Stunde. Und ich bin dann normalerweise ziemlich fertig. Ich habe heuer leider nicht die Ehre, so eine Feier vorzustehen.
und werde über mich das ergehen lassen, dass nicht alles gelesen wird. Das nervt mich immer sehr. Aber das ist so meine Marotte. Aber ich glaube, das hat schon einen Sinn, dass man in der Nacht einfach so lange das Ganze liest. Das ist eine alte Tradition, die aus dem Judentum kommt, auch zu Pascha gemacht wird, also nicht in diese Ausführlichkeit, aber doch einigermaßen, dass man einfach müde wird durch die Nacht. Und wenn die Feier dann 3 Stunden dauert, wurscht, soll sie 3, 4 Stunden dauern, das macht nichts. Am Sonntag musst du nicht früh aufstehen. Das Beste ist, am Sonntag musst du nicht einmal zur Messe gehen, weil du hast sie in der Nacht gefeiert. Die Feier, alle Feier. Und dann gibt es die Eucharistie, also in einer hoffentlich feierlichen Form. Und so je nach Gegend noch eine Auferstehungsprozession oder auch nicht. Die ist auch nicht so wichtig, aber wenn es sie gibt, ist es schön, weil da zieht man noch mit Freude ein bisschen rum durch die Gegend und man ist laut, dann gibt es hoffentlich auch Agape und dann kannst du schlafen, was das Zeug hält. Und das ist eigentlich die Feier, die in der Karwoche das Zentrum ist. Sie beginnt am Gründonnerstag mit der Messe vom letzten Abendmahl, endet mit dem Schlusssegen der Auferstehungsfeier. Und wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt teil, das lohnt sich. Das ist das Zentrum des ganzen Kirchenjahres, das ist die wichtigste Feier. Und es gibt also für mich keine Überlegungen, was wichtiger ist, Weihnachten oder Ostern. Klar, Ostern. Das ist auch die älteste Feier der Kirche. In abgespeckter Form immer am Sonntag. Jeden Sonntag ist dasselbe eigentlich. Also sehr abgespeckt, aber doch. Und noch ein Tipp, wie man diese Tage verbringen kann, weil in diesen Tagen ist in der Kirche eine gähnende Leere sehr oft. Weil man solche Texte hört und nicht weiß, was man damit anfangen soll. Keine Angst, weder die Jünger noch die Juden noch die Römer haben verstanden, wer Jesus ist. Nicht einmal, als sie den Auferstandenen gesehen haben, haben sie es wirklich kapiert. Das lesen wir dann in der Osterzeit weiter. Du musst nicht alles verstehen. Lass das auf dich wirken. Und das, was ich gerne mache in dieser Zeit, ich nehme mir immer die Evangelien und lese jeden Tag die Leidensgeschichte noch einmal oder zweimal oder dreimal, je nachdem, wie viel Zeit ich aufbringen will. Du musst nichts Großartiges tun. Verbringe diese Zeit mit Jesus, weil er es wert ist. Und du wirst sehen, vielleicht wird sich in deinem Leben nichts verändern danach. Kann sein. Aber du wirst sehen, die Nähe zu ihm wird größer sein. Zumindest in diesen Tagen, wenn du dich darauf einlässt. Und hör dir keine zusätzlichen Konferenzen, Impulse oder sonst was, Predigten von coolen Leuten. Oder lass das einfach. Das Wichtigste ist das Evangelium in diesen Tagen. Betrachte es und du wirst es auf die rechte und gute Weise erleben. Und wie gesagt, sucht euch solche Feiern, die wirklich ausführlich sind, wenn es nur geht. Also meistens ist es bei den Klöstern so, aber auch nicht immer so, bei uns nicht so ganz, auch wenn ich es gerne hätte. Aber sucht solche Orte, weil das hat schon einen Sinn, warum das alles in dieser Ausführlichkeit stattfinden soll. Weil Gott nicht geizig ist. Ne? Und er beschenkt uns mit seiner Gnade und er möchte dich in diesen Tagen ganz besonders segnen und beschenken.